Hallo und herzlich willkommen im Pröhan-Museum zu unserer digitalen Reihe Braun Icons. Jede Woche stellen wir euch in kurzen Folgen Designklassiker der Firma Braun vor. Anlässlich des 100. Firmenjubiläums und als Vorgeschmack auf die Ausstellung Braun 100, die ab dem 21. April im Pröhan-Museum Berlin zu sehen sein wird, widmen wir uns wöchentlich der Frage, was ist gutes Design? Heute präsentieren wir euch eine wahre Design-Evolution. Ab 1958 war Musik jederzeit und überall transportierbar. Dank der neuartigen Transistorentechnologie, einem elektronischen Bauelement zum Schalten und Verstärken von Signalen, war die Entwicklung und Herstellung kleinster elektronischer Geräte fortan möglich. Die hier vergleichenden Taschenempfänger T3 und T4 kamen nacheinander auf den Markt und sind als gestalterische Entwicklungsserie zu begreifen. 1958 erschien der T3 als erstes tragbares Transistorradio in Deutschland. In Zusammenarbeit mit der Hochschule für Gestaltung in Ulm entwarf Dieter Rahms diese Neuheit. Rahms, der von 1955 bis 1997 bei Braun arbeitete und ab 1961 Leiter der Designabteilung war, vertrat das Credo des guten Designs. Beim T3 manifestieren sich viele der von Rahms erst später formulierten 10 Thesen zum guten Design. Schauen wir uns das Taschenradio T3 mal genauer an. Wir sehen ein schlichtes, hellgraues Kunststoffgehäuse, dessen Lautsprecher aus einem quadratisch angeordneten Lochrasterfeld besteht. Daneben befindet sich ein kreisrunder Frequenzregler, der in Orange und Schwarz Mittel- und Langwellenbereiche differenziert. Die schlanke, rechteckige Form erleichtert das unkomplizierte Mitführen des Gerätes. Formal und materiell auf das Notwendigste reduziert, reiht sich der T3 in eine Produktpalette, deren einheitlicher Gestaltungsstil als Braun-Stil bezeichnet werden kann. Das Nachfolgemodell des T3, der T4, zeigt schon leichte Veränderungen gegenüber seinem Vorgänger. So wurde der Frequenzregler durch ein Skalenfenster ersetzt, um den gewünschten Sender einfacher zu finden. Die Lautsprecherdurchbrüche beim T4 sind kreisrund angeordnet. Als wahre Innovation gilt die 1959 erschienene Transistor-Phono-Kombination TP1. Bei dem TP1 handelt es sich um eine kompakte Kombination aus dem Transistorradio T4 und dem Plattenspieler P1. Beide Teilgeräte werden in einem Alugehäuse zusammengefasst und über ein kurzes Kabel per Steckbuchsen verbunden. Der Lederriemen ermöglicht das problemlose Mitführen des Gerätes. Aufgrund all dieser Merkmale wird der Phonotransistor häufig als Vorgänger der Walk- und Discmans gesehen. Sowohl TP1 als auch T3 und T4 waren nicht nur ihrer Zeit weit voraus, sondern auch Vorbild für ein Produkt, das erst Jahre später auf den Markt kam. Vielleicht haben einige schon geahnt, dass es sich dabei um den iPod handelt. Nach eigenen Angaben wurde Apple maßgeblich vom Design Dieter Rahms beeinflusst. Unverkennbar liegen die Ähnlichkeiten zwischen den Taschenradios und dem hier exemplarisch ausgewählten iPod Nano mit seinen abgerundeten Ecken, dem runden Bedienknopf und der vornehmen Farbigkeit in Metallic Grau. Das zeitlose und langlebige Design sowie die bedienungsfreundliche Struktur der Geräte machen die Taschenempfänger zu wahren Ikonen der Marke Braun. Interessante Einblicke und Fragen rund um gutes Design erwarten euch auch kommende Woche.